Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe heute ein x video ein Special-Guest, den seht ihr ganz am Ende des Videos, denn... Wenn ich euch mal sowas wie Werbepartner vorstelle, was ich ja nun nicht in jedem Video mache, dann versuche ich das schon so zu machen, dass ihr, wenn ihr da gar kein Interesse dran habt, nicht gestört wird oder so. Aber ihr müsst alle verstehen, ohne Werbepartner können wir alle Creator auch wirklich keinen Millimeter vorankommen. Deswegen, und glaubt mir, Leute wie ich, die es versuchen, sehr ehrlich zu machen, haben in der Regel schon. Lang Auswahlprozess, also ganz am Ende, die letzten 40 Sekunden. Kriegt ihr eine kleine Nachricht auf jeden Fall. Das heißt, wer Interesse an Custom-Controllern hat, sollte da unbedingt reingucken. Es geht aber vorher um das Thema x -Defined. Die Season 1 kommt am 2. Juli. Das ist echt noch lange hin, um ehrlich zu sein. Und ich habe mir angeguckt, was kommt da eigentlich? Heute gab es einen großen Patch, was ist da eigentlich? Spielen die Leute x noch den. COD Killer, obwohl Mark Rubin, der früher bei Infinity Ward war und jetzt XDefine, so der Headchef ist das selbst nie gesagt hat, sondern es kam von Creatern und sonstigen Leuten als Begriff. Und was wie geht's weiter mit dem Game? So bei, bei der Zirkel von dem COD, den kennen wir alle, so das ist alle sind gehypt, weil es angekündigt wird. Alle feiern, dass es da ist. Dann meckern alle, dass irgendwas kaputt ist. Dann geht das SWM-Thema los. Dann wird das neue angekündigt. Dann geht der Hype wieder hoch und und das geht so seit Jahren. Das wird sich nicht mehr ändern. Das ist einfach so. xdefind ist aber irgendwie ein anderes Game als all diese anderen Games, die wir die letzten Jahre hatten, die mehr oder weniger sich in so eine Reihe schieben wollten, wo man sagt lieber das als Call of Duty. So zum Beispiel hatten wir es Splitgate, wir hatten Shatterfield, wir hatten ja gut, Battlefield war Battlefield. <laughs> Und tatsächlich, wenn man sich das so anguckt, sind wir bei Xdefined bei aktuell 15.683 Zuschauern auf Twitch. Twitch ist selbstverständlich nicht der Koordinator schlechthin, der einem sagt, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ein Game ist. Andere Games, die wir haben, wie zum Beispiel Modern Warfare 3, das ist ja natürlich nur der Multiplayer. Es ist ja nicht zeitgleich der ähm, Warzone-Teil, hat irgendwas, meistens so um die 3000 bis 4000 Zuschauer. Das ändert sich bei den Games immer so ein bisschen abhängig davon. Ob eine Season gerade da ist, ob irgendein Update kommt, wo es noch 42.000 Zuschauer. Also, das ist immer schwer, aber ein Indikator, dass so ein Game wie x bei aktuell 15.000 Zuschauern ist, ist schon nicht so schlecht. Es gibt sehr viele andere Games, die in sehr kurzer Zeit deutlich weniger Zuschauer hatten. Dazu kommt, dass sehr viele COD-Creator, die sonst hauptsächlich Warzone präsentieren, aktuell X-Defined spielen. Der Hintergrund da, ohne dass ich jetzt groß spekulieren will, das war relativ deutlich. Warzone, nur Warzone oder nur Multiplayer ist für uns Creator auch irgendwann langweilig und Leute wie ich haben sich dann auch andere Games gesucht, wie zum Beispiel Tarkov einfach und wiederum andere sind äh, beruflich und finanziell krass darauf angewiesen, dass sie eben ihre Warzone-Zuschauer irgendwie erhalten, dass sie da Subs generieren und die trauen sich natürlich nicht einfach so ein Game zu wechseln, weil Games wechseln auf Twitter und YouTube bedeuten in der Regel weniger Zuschauer, weniger Geld, weniger Einnahmen. Was kommt denn bei Xdefined in der ersten Season? Und äh, es gibt jetzt einen Twitter-Account offiziell mit dem Trailer, den ich euch so parallel einfach nebenbei laufen lasse. Und ich kann euch ja was dazu sagen. Es gibt eine neue Fraktion, die GSK, es gibt neue Maps, Clubhouse, Daytona, Rockefeller. Neuen Game-Mode, Capture the Flag, und Mark Rubin hat vor ganz, ganz kurzem, es war gestern erst, getwittert, dass sie eigentlich zum Ende der ersten Season den One-Life-Mode Bomb reinbringen wollten, was eine Anlehnung an Suchen zerstören sein wird. Aber weil ihn so viele Leute fordern, werden sie daran arbeiten, dass er ungefähr zum Season-Beginn, vielleicht ein paar Tage Verzögerung, rauskommt. Für mich unbegreiflich, dass so ein Game beim Release kein Suchen und Zerstören hat. Aber für alle, die die Suchen und Zerstören spielen wollen, es kommt. Dazu kommt dann eben Capture the Flag, was in Call of Duty seit Jahren ein sehr beliebter Modus ist. Das heißt, was das angeht, machen sie vieles, vieles richtig. Und am 2. Juli ist eben Release von dem Ganzen. Heute kam ein Update mit Flinch zu den Snipern und sonstigen Sachen. Und wenn ihr hier einfach mal rauf geht, seht ihr auch, dass Mark Rubin immer noch sehr sehr aktiv dabei ist, den Leuten Infos mitzugeben und also man muss sagen die Kommunikation von Xdefined mit der ganzen Community ist schon krass. Es gab auch eine lange Diskussion. Einige haben sich beschwert, dass sie auf tote Runden kommen, die schon fast zu Ende sind. Und Mark Rubin meint, ja das werden wir bestrafen. Wer in Zukunft aus einer Runde vorher rausgeht, kriegt dafür eine Bestrafung. Er hat das aber auch echt nur oberflächlich geschrieben. Man konnte verstehen, dass er das so meint. Und dann haben viele gesagt, ey Digga, das kannst du nicht machen, wenn die Runde halt scheiße ist, will ich rausgehen, ohne zehn Minuten warten zu müssen. Da hat er dann irgendwie nochmal drauf reagiert und man muss es als Props raushauen. Etwas, was Marco Bean macht, macht Activision schon seit Jahren nicht mehr. Feedback mit uns, mit der Community, in den Dialog gehen und mit uns sprechen, uns erzählen, was kommt, uns klar machen, dass sie gehört haben, dass es Probleme gibt und solche Sachen. Also Props dafür, trotzdem, und das ist das Große trotzdem oder das Aber, was ich auch wenn sehr gute Patches wie heute dazukommen, zum Beispiel, dass man eben mit einer Sniper flincht, was vorher gar nicht war. und Das gehört zum Balancing dazu. Ich persönlich, und bitte, es darf sich keiner jetzt angegriffen fühlen. Ich habe nichts gegen Xdefiant. Ich persönlich muss sagen, es hat mich nicht abgeholt. Es hat weder in einer dieser Beta-Testphasen noch jetzt. Ich finde, der das ganze Gunplay ist. Es fühlt sich für mich nicht belohnend an, irgendwie eine Runde zu spielen. Ich habe kein Interesse, ultra viel Zeit in die normalen Tarnungen von x einzustellen. zu stellen. Ähm, die Waffen fühlen sich nicht, fühlt sich nicht besonders an. Das ist nichts, was ich nicht schon irgendwie hatte. Natürlich, großer Pluspunkt, dass es kein Skill-Based-Matchmaking hat und auch wenn viele Schwitzer da sind und manche sagen, ah, es hat Skill-Based-Match, hat es nicht. Es hat nur ein Team-Matching, also Team-Balancing, was jedes FPS-Game hat. Mich persönlich interessiert XDefiant als, als Spieler, Creator gar nicht. Bringe euch aber gerne die News und die Sachen und werde darüber sprechen. Und wenn a.s. Season kommt, werde ich es auch mal anspielen. Mit mich haut es einfach nicht um. Es ist für mich nichts Besonderes, auch wenn es kein, kein skillbes Matchmaking hat. Es ist für mich persönlich einfach zu langweilig. Das heißt nicht, dass ihr mich jetzt roasten sollt, wenn ihr es feiert. Und eine gute Zeit habt. Ich freue mich für euch. Das ist cool. Deswegen mache ich dieses Video nicht für die 30 Dollar, die YouTube mir für das Video zahlt. Sondern damit ihr bekommt, was ihr braucht. Mich hat es einfach bisher nicht abgeholt und wird es wahrscheinlich auch nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Nicht jedes Game muss für jeden Spieler gleichermaßen interessant sein. Mit dem Update heute, als kleiner Disclaimer für euch, der Flinch für die Sniper Rifles ist drin, der Jump Nerf ist drin. Ihr werdet weniger Spieler sehen, die Bunny hoppen die ganze Zeit. Das heißt, ein relativ hoher Movement Nerf, der heute reingebracht wurde. Es gibt noch ein zweites Patch, ein zweites Update, was Mark Rubin mitgeteilt hat, in der nächsten Woche kommen wird. Das heißt, man kann durchaus sagen, dass dass sie aktiv daran arbeiten, dass das Game mehr in die Richtung geht, wie die Community sich das wünscht, immer unter dem Belang, dass man es macht. Sie machen, was das angeht, sehr viel richtig, das ist außer Frage und ich wünsche diesem Game den vollen Erfolg, aber mich hat es nicht abgeholt und mich wird es auch nicht mehr abholen. Wenn ihr für diese ganzen FPS-Games aber einen richtigen Controller wollt, also einen, der Pedals hinten hat und der vielleicht noch einen Skin hat, den ihr haben wollt, der... Bumper hat, der vielleicht Häustix noch hat und sonstige Sachen. Bitte Leute, schaut euch die nächsten paar Sekunden an. Eine gute Nachricht für alle von euch und lasst ein Like da auf dem Video, lasst ein Abo da, würde mich freuen, wenn ich es verdient hätte. Und bitte Kommentar darüber, ich war beim Friseur. Die Seiten auf Kontostand. Viel Spaß. Hi, ich bin Matthias von UMGN Controller und möchte uns heute als offizieller Partner von Shepherd Feuer vorstellen. Bald ein Jahr schon. Ein paar Worte zu mir: Ich bin 33, leidenschaftlicher Gamer und bei OMGN für den Content zuständig. Wir von OMGN fertigen in Deutschland, genauer gesagt auf der schwäbischen Alb, in aufwendiger Handarbeit hochwertige Custom-Controller her. Das kann dann so aussehen, welche ihr euch nach euren Vorstellungen in unserem Konfigurator gestalten könnt. Ihr habt eine große Auswahl von Designs und Features, wie zum Beispiel Paddles, Smart-Trigger oder hall effect sticks um stick -Drift zu vermeiden und vieles mehr. Und das Beste mit mit dem Code SHEPAR erhaltet ihr 10% bei uns im Shop. Erzähl weiter, Matthias. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern und nun viel Spaß beim folgenden Video. Euer Matthias von OMGN.